Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Enshrouded Video. Ja, wisst ihr, was wir heute machen? Wir gehen in den allerersten Dungeon und ich bin richtig gespannt und aufgeregt, was mich da so erwartet. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich mich freue und ich hoffe, ich werde das rocken. So, in dem Sinne, wir starten los, let's go! Und schon stehen wir hier vor dem ersten Dungeon. Jo, wir sind jetzt hier oben, also da gibt es auch einen kleinen Weg, der von unten hochführt. Das war irgendwie ein bisschen schwer zu sehen, weil ich halt von hier hinten so lang gedüst bin. Aber hier kann man dann so hochdüsen, also quasi hinter diesem Haus, was sich da befindet. Und so sieht er von außen aus. Ich würde mal sagen, ich esse und trinke jetzt noch genug. Es baut sich jetzt hier irgendwie ganz langsam auf, wenn ich da näher komme. Und ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich da erwartet und ob ich das alleine schaffe. So, erstmal kann ich hier auf jeden Fall was plündern. Und ich glaube, das, was man hier sieht, sind dann auch Sachen, die man neu lernen kann. Alte Bücher, alte Bücher. Und was ist hier? Oh, sehr nett, ein besserer Heiltrank. Naja, das verheißt wohl nichts Gutes. Und da öffnen sich die Tore. So, hier ist so ein Schutthaufen. Ich weiß nicht, ob ich das Material schon kenne. Ich baue es jetzt mal ab. Oh, das sind Knochen. Ist es verkehrt, wenn ich das jetzt abbaue? Das weiß ich nicht. Aber wenn die hier schon so rumliegen, würde ich sagen, ich nehme die jetzt mal kurz mit. So, jetzt habe ich sowieso keine Ausdauer mehr. Ja gut, okay. Auf jeden Fall weiß ich, dass es hier Knochen gibt. Das ist sehr gut. Die brauche ich ja zum Beispiel für Knochenstaub. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt hier auch langsam vor. Jetzt lesen wir erstmal, was hier steht. Ein neues Mysterium enthüllt sich. Sie sind schließlich mehr als nur Legenden. Die Hallen der Erloschenen existieren und in ihrem Inneren erklingen die Melodien einer vergangenen Ära. Erinnerungen an eine Zeit, in der ein klarer Himmel herrschte und das Miasma noch tief unter uns schlummerte. Diese Hallen, unbekannten Ursprungs, gibt es schon seit Jahrtausenden, aber ihre Architektur unterscheidet sich von dem Stil der Erbauer sehr merkwürdig. Es heißt, dass diese Gruften als Verbannungsorte für die Untersten der Gesellschaft dienten. Ich frage mich, ob die verfluchten Bewohner immer noch auf dieser irdischen Ebene wandeln. Ja, das frage ich mich natürlich auch. Oh, was ist das? Wer ist näher? Was macht der da? Oh, hat der mich gerade angespuckt? Ja, tatsächlich. Was bist denn du für einer? Hier kommt einfach so ein Genie aus der Flasche und attackiert mich. Wie wär's mal mit Danke fürs Befreien und so? Feuersteinpfeilen. Knochen. Tja, die Frage, rechts oder links? Ich glaube, ich mag diesmal rechts lang gehen. Ist da was? Nö. Dann kann ich in Ruhe hier das erstmal kaputt machen. Oh, da ist schon wieder so einer. Ja gut, okay, der ist mit einem Schlag K.O. Oh, meine Katze. So, kurze Katzenunterbrechung. Wo war ich stehen geblieben? Also hier habe ich ja eigentlich alles, ne? Sind das hier auch Knochen? Nein, das ist einfach nur Schutt. Mit Schutt kann ich nichts anfangen. Rotes Marmorfragment. Okay, Eisschutzlotion. Das kenne ich noch nicht, beides. Knochen kenne ich. Oh, oh, da sind schon die ersten. Ew. Was seid ihr denn? Okay. Aua, lass mich in Ruhe. Seid ihr irgendwie behindert alle? Oh,
Der tut weh. Ih, was habe ich an den Füßen? Was habe ich an den Füßen? Warte mal, ich kann ja... Ah nee, den Heilungsstrom will ich nicht. Ach Mann, ich bin schon wieder so deppert. Hier, den Feuerball will ich. Die tun weh, die tun weh. Ach so, ich habe keinen Mana mehr. Ja, blöd. Und ich habe dem jetzt nichts abgezogen, gell? Da muss ich sie halt so angreifen. Dann noch kurz weg. Ach so, der Eisschutz ist da, glaube ich, dafür da, oder? Was ist denn der? Benutzen. So. Trinkt man noch mal einen Tranky. Mach mal den kaputt. Und dann den da. Tschüss. Okay, cool. Ektoplasma-Fragment. Gut. Das ist auch noch Knochen. Alte Bücher. Hä, was ist hier noch? Äste, alte Bücher. Ach so, da stand so ein Regal. Okay. Gut. Kann ich jetzt hier mit meiner Looterei weitermachen? Knochenpfeil, cool. Und Äste. So, schauen wir uns mal um hier. Aktuell ist ja gerade niemand da. Hier ist ein Grab oder so. Oder was auch immer. Okay, damit kann ich nichts machen. Sehr mysteriös alles hier. Da hinten ist so ein Skelett. Sehe ich mich schon. Lacht mich schon an. Hier sind coole Pfeile drin. Meint ihr, das ist irgendwie sinnvoll, das Skelett Knochenpfeilen abzuschießen? Oh nein. Mann, bist du hässlich. Tschüss. Holzpfeil. Hihi, das macht Spaß. Oh, ja, man sollte halt... Der geht kaputt. Ja, okay, ich will jetzt nicht meine Pfeile verschießen. Ich will nicht meine Pfeile verschießen. Oh. Der geht auch mit der Spitzhacke kaputt. So, kann ich denn da oben noch irgendwie hin? Ja, und ich muss jetzt hier looten, weil neuer Dungeon und so. Neue Sachen. Deswegen ist es schon gut, wenn ich mir hier alles angucke. Ja, weil da kriege ich nämlich voll viele von diesen guten Pfeilen, glaube ich. Feuersteinpfeile. So, dann haben wir hier noch was. Äste. So. Gut, hier ist wieder so ein Teleportteil. Benutzen wir das doch mal. Ich habe glühende Haut. Ach so, glühende Haut, weil wegen Eis und so. Ja, ich verstehe. Hier ist keiner, ne? Toll, jetzt ist meine meine Spitzhacke bald im Arsch. Mana-Trank.
Ahnung. Das sind wieder nur die Bücher, gell, die ich abbauen kann, ja. Okay, ich kann die Türe öffnen. Sehe ich denn, was sich dahinter befindet? Auf jeden Fall so ein Speicherding. Nicht schlecht hier spricht. Ah, und hier kann man reparieren. Sehr nice. Wunderbar, wunderbar. Ih, und da kommt ja auch schon wieder was angeschossen. Lass mich in Ruhe. Ich erlaube mich anzuscheißen. Ih, und du sowieso nicht. Komm, verzisch dich. So, ich wollte eigentlich das Ding hier kaputt machen. Aber hier ist anscheinend nichts dahinter. Okay, hätte ja sein können. Gleich nochmal reparieren. Und unbedingt essen und trinken. So. Plündern. Ja, das war klar, dass da auch wieder einer angelatscht kommt. Oder drei. Da ist auch nichts dahinter. Okay, da hinten sind auf jeden Fall wieder einige. Oh, den treffe ich nicht. Schade. Schade, schade. Machen wir halt erstmal kaputt. Oh, tschö. Na toll. Ah, nee. Oh, ich bin Stufe 6. Coolo. Zeit wird's, dass ich hier mal hochkomme. Und ich habe wieder Fähigkeitspunkte bekommen. Hallo. Von hinten. Blödmänner. Ja, machen wir erstmal die eine Seite, würde ich sagen. Und dann die andere. Was ist das? Ob jetzt hier was Sinnvolles rauskommt oder nicht, egal. So, darf ich bitte lesen, meine lieben Freunde? Achso, hier ist gar nichts zu lesen. Es sah gerade so aus, weil es hier so rot geleuchtet hat. So, dann gehen wir auf die andere Seite. Und man hört irgendwelche strange Geräusche. So, hier hatten wir schon alles, gell? Machen wir hier die Vase noch kaputt, Schko. Was ist das für ein Ding? Heilt mich das vielleicht oder so? So, jetzt frage ich mich natürlich, ob hier irgendwas ist. Das sieht nämlich schon wieder so danach aus.
Habe ich zufällig... Nee, ich habe keins von diesen Irrlichtern mehr. Kurz gucken. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich das mal kurz im Hinterkopf behalten. Da schwebt irgendwas. Was ist das? Kann man das irgendwie anschießen oder so? Nö. Muss ich das irgendwie einsammeln oder so? Ja, okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das war. Aber naja, gut. Oh. Oh. Okay. Das war jetzt wieder zufällig. Barriere gelüftet. Okay. Was ist denn da hinten? Ah, da, von da hinten bin ich gekommen. Barriere gelüftet. Habe ich jetzt damit quasi... die Tür da hinten aufgemacht? Oder was habe ich damit jetzt gemacht? Ich weiß es nicht, Leutchens. Ups. Ich weiß es nicht. Kann ich irgendwas looten? Hier ist nix. Bedeuten diese Lichter hier irgendwas? Keine Ahnung. Ach so. Hier war anscheinend eine Barriere. Okay. Dann haben wir die wohl gelüftet. Sehr nice. Ja, ja, also. Ich weiß. Ist ein bisschen langweilig hier mit dem Looten. Aber wie ich schon gesagt habe, das muss man halt einfach machen. Ist da oben irgendwas? Keine Ahnung. Jetzt kommt doch bestimmt gleich wieder irgendwer angeschissen. Hm. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Ich höre wen. Ah ja, da. Oh, wieder solche Hyopais. Na gut. Das stört uns nicht. Kurz mal was süffeln. Luna, bleib mal da. Nein. Was hat der da? Schädelbeschwörungsgefäß. Was ist denn das? Aha, wirft dieses Gefäß, um vorübergehend einen Begleiter zu haben. Kommst du mit mir mit, oder wie? Da ist auch noch einer. Oha, und da auch. Ach, hilft er mir, oder wie? Na gut. Mille grazie, mein Freund. Ich sieg nix. Ich kann nix sehen. Öffnen. Feuersteinpfeil. Hier ist nichts zum Öffnen. Hier kann ich wieder öffnen. Knochenstrom. Nein. Jetzt habe ich zwei irgendwie. Nee, immer noch eine. Kann man auch öffnen. Eisbolzen. Moment mal, ist hier irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Dann müssen wir mal hier hin. An den anderen Flammenwächter. Ich bin die Spiegelung auf der Oberfläche eines langs
eines langs unermerklichen Flusses, der dich zu sich ruft, unbekannt und doch vertraut, ähnlich und doch anders, ein verlockender Ruf aus den Tiefen. Du hast noch genug Geist in dir, um meine Worte zu verstehen, ohne von Zorn geblendet zu sein. Was für ein verlockendes Geheimnis. Warum kommst du nicht, um mich zu erleuchten, mein neuer Freund? Finde mich hinter dem Spiegel und tauche in die Tiefe, bring mich zum Horizont, zum Licht, zur Brise. Du wirst es nicht bereuen, dein neuer Freund. Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Hahaha. So, da kann ich auf jeden Fall hoch. Und eine Kiste. Ring des endlosen Lebens. Coole Sache. Oder? Naja, gut. Dann lass uns mal hier runter. Wir hatten ja da noch die zwei anderen Gänge. Achso, ich kann die Tür auch wieder zumachen. Okay. Gehen wir nach rechts. Da hinten sind auch wieder eine ganze Menge. Eigentlich muss der hier zuerst weg. So, und dann die anderen hier. Okay. So finster, ich hasse das. Ach, da sind auch wieder welche. Ah, voll viele. Und lass mich mal kurz durch. Ja, kommt alle auf einmal, das ist gar nicht so schlecht. Laufen wir mal nach da. Ja, komm. Was soll das? So. Ist jetzt hier irgendwas zum Looten? Ja. Da hinten ist noch so einer. Gut. Tschüss. Und da sind auch noch Köter. Das läuft weg. Oh, ich muss mal kurz hier so einen. So, und da ist noch eine. Gut. Einmal bitte Licht. Ah, shit, ey, meine Waffe ist auch fast K.O. Komm, ihr seid doch fast tot. Och, das sind ja noch mehr von denen. So, kurz mal looten. Ich glaube, die Zeit haben wir. Die bleiben da eh gerade stehen, wie es mir scheint. Ja, mach halt, was du denkst. Da ist noch so eine. Ach, jetzt habe ich wieder die Eisfüße. Schaffe ich es kurz, mir so einen Eistrank reinzuhauen? Wo war denn der hier? Ja. So. Das sind auf jeden Fall Vasen. Machen wir erstmal den Typen hier K.O. Ja, ja. Oh, hallo Hundi. Hallo Skelettis. Na? Also das ist jetzt nicht der Plan gewesen. Das war nicht der Plan. Na, kommt mal alle hoch. Einfach rein und alles vernebeln. Ich werde schon nicht sterben. So. Schluss mit euch. Ja, okay. Mach mal die Tür zu. Gut.
So, ich sehe nichts. Ach, da oben ist auch wieder so einer. Da kann ich hochklettern. Okay. Oh Mann. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt ist er runtergefallen. So, ich bin erstmal jetzt hier oben. Und jetzt bin ich wieder unten. Verzieht euch. Und was willst du, Penner? Oh, das war knapp. Stirb. Barriere gelüftet. Zum Greifen nahe. Wir sind schon so nah, mein Freund. Vielleicht geht es dir wie mir. Grenzenlose Macht, unendliches Leben, ein ewiges Licht, das in der Stille brodelt und in Türmen und Heiligtümern eingeschlossen ist. Was kann es dort Gutes bewirken? Katze, was machst du? Frage ich dich. Es sehnte sich danach, geteilt zu werden. Warum ergreifen wir es nicht gemeinsam, mein werter Flammenwächter? Die Tiefen rufen, komm näher und nimm meine Hand, ich zieh dich in den Schlund. Er zieht mich also in den Schlund. Schnuppi, was du hast? Magst du kuscheln? Komm her. Die alte Kuschelmaus. Komm mit. Oh, nein, nein, Leute, das war nicht geplant. Okay. Ja gut, dann war es jetzt mit den Vasen. Ups. Mann, da sterbe ich nicht durch irgendwelche Gegner, aber durch so einen Rotz. Das finde ich nicht fair. Machen wir es mal so. Stand da nicht gerade irgendwas? Naja, egal. So, was haben wir hier? Achso, das ist ja meine Leiche, stimmt. Ich vergaß, dass ich starb. Also, man muss, glaube ich, da diese Dinge einsammeln. Komme ich aber von hier mit meinem Gleiter, glaube ich, noch nicht dran. Das weiß ich auch nicht. Komme ich da anders dran? Keine Ahnung. Wie sieht es denn aus, wenn wir das jetzt... Oh! Na gut. Nee. Nee. Okay, alles klar. War auch wieder nicht geplant. Was ist denn das für ein Zeug? Giftiger Schleim. Okay. Na gut, solange er mir keine Gesundheit abzieht. Aber irgendwie muss ich doch hier wieder rauskommen. Oder? Ach doch. Oh, scheiße. Ich habe keine Ausdauer mehr. What the f... Okay, man muss sich diese Dinger hier grabbeln. Ah, blöd, dass man diese nicht mit dem Pfeil abschießen kann. Ich muss mir die ganzen Dinger holen. Okay, eins habe ich. Waren ja aber noch so viele da oben. Wie kommt man denn von hier wieder rauf? Ach, hier ist ein Haken. Und hier sind Gegner. Mein Gott, die kommen aber auch immer alle auf einmal. Hallo, lass mich doch raus. Ich habe keine Ausdauer mehr. Habe ich noch irgendwie Honig oder so? Oh shit, ey. Oh, das kann ich öffnen. Man verpisst euch mal jetzt. Wo ist denn der Penner jetzt? Hier. Oh nee, nicht es schon wieder. Verpiss dich. So. Kann ich mich jetzt konzentrieren? Also, das konnte ich noch aufmachen. Hallo.
Hallo, mein Schatz, ich liebe dich. So, dann haben wir das hier. Und ja, ich weiß, ich mach's schon wieder mit dem Ding kaputt. Gut, dann haben wir das auch. Ich weiß nicht, ob da oben noch was ist und ob ich da dann hinkomme. Werden wir sehen, ne? So, wahrscheinlich. Was passiert, wenn ich jetzt darüber laufe? Nix. Hier ist auch so einer. Wie kommt man denn da hoch? Hier, ich glaube, ich habe es gefunden. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Oh, ja, oder halt auch nicht. So. Ah ja, und da ist auch unser letztes Ding. Sehr gut. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Geht mal weg. So, vor dem flüchten wir jetzt hat. Und düsen erstmal hier runter, auch wenn wir da lang müssen. Ist die uns jetzt gefolgt, weil die da rumschwebt? Egal, solange sie uns nicht sieht. Auf jeden Fall ist die Barriere jetzt weg und ich kann endlich durch. Eigentlich war es wieder so einfach, aber manchmal übersieht man in der Einfachheit einfach auch Zeug. Einfach. Gut, ich muss eigentlich auch wieder essen und trinken. Jetzt habe ich nur nichts mehr. Oder nicht mehr wirklich was. Kommt hier eigentlich jetzt auch noch ein Endgegner? Lass mich durch. Okay, hier ist auf jeden Fall noch ein Speicherpunkt. Und hier geht's rechts runter. Gehen wir runter. Eisschutzlotion. Hier ist nichts. Oh, und hier sind auch nochmal so viele Türen. Halleluja. Da ist irgendein E gewesen. Das habe ich gesehen. Hier. Okay. Schauen wir mal, wo es da hingeht. Zu einer Kiste. Und die bringt uns Schrottpfeile und Eisbolzen. Das hier sieht so Knopf mit. Ah, eine Tür. Okay, ich bin eigentlich gar nicht so doof. Ich tue nur manchmal so. Oh, da ist ein Riesensarg. Und keine Gegner. Oh, was ist da drin? Stahlschwert des Sakrilegs. Schaden. Das tauschen wir jetzt nicht mit dem, sondern mit dem. Scheiße, und hier ist alles voll. Also mehr kann ich dann auch noch mal looten. Wo ist mein Bogen? Ja, okay, noch mehr. Ah, Hilfe, wo bin ich? Nein, Leute. Gott. Tschüss. Hahaha. Eine kommt mir noch hinterher. Tot. Fellfetzen. Das ist natürlich scheiße, dass die hier drinnen. Ach, wartet mal. Ah doch, ich hatte schon den Knochenfall. Ja, gelootet habe ich sie schon. Machen wir dich noch kaputt? Kann ich dich nicht looten? Doch.
Ja, nein. Mein Gott, jetzt habe ich wieder aus Versehen die Tür zugemacht. Sie lebt noch. Okay, ich glaube. Oder war da jetzt gerade noch eine? Nö. Sorry. Oha. Also sag mal, wie groß ist dieses Ding? Kennt man sich ja überhaupt nicht mehr aus. Dahinter lauert auch wieder irgendwas. Eisbolzen. So, wo sind wir hier? Tausende Gegner. Ey, ja, lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Scheiße, ich habe nur noch einen Heiltrank. Wo bin ich denn jetzt? Ach, geht es hier im Kreis? Kann es sein? Sieht ein bisschen so aus, gell? Haha. Komm. Okay, das geht im Kreis. Das habe ich schon gelootet, ja. Hinten ist auch noch eine. Geht mir doch nicht alle immer so auf die Nerven. Und hier kommt man wieder hoch. Hier ist ein Knopf. Der die Tür öffnet. Das macht so viel Sinn. Okay, hier kann ich nicht aufmachen. Komm zu mir, du hast es weit gebracht. Es war richtig von mir, dir, meinem Wohltäter, Vertrauen zu schenken. Warum bleibst du in irdischen Ketten gefangen? Das rote Band des Schicksals ist um deinen Hals und deine Handgelenke gebunden und schneidet in dein Fleisch. Du wirst von Haken der Vorbestimmung zerrissen, die sich tief zwischen deine Rippen verankert haben. Befreie dich, finde mich in diesem Seelenmeer und entkomme mit mir. Strecke die Hand aus. Nur noch ein kleines Stückchen weiter bis zum Grunde. Lass uns gemeinsam wieder auftauchen. Du weißt, wer das geschrieben hat. Ja, mein neuer Freund. Wieder tausende Türen. Und hier ist eine Treppe. Oh nein, nein, verpisst euch. Lasst mich in Ruhe. Ich kann nicht mehr springen. Ich habe keine Ausdauer. Nein, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Na los, kämpf sie. Ich habe keinen Trank mehr, ich habe gar nichts mehr. Ich bin tot. Okay, versuchen wir es doch mal mit dem... Okay, Eisbolzen. Scheint nicht so effektiv zu sein. Das schon mehr. Müsste ich mir eigentlich die Mana-Tränke irgendwie hinlegen?
Hey, die hauen ab. Bist du deppert? Hallo? Ja, okay, dann hau halt ab. Und du, was willst du eigentlich? Jetzt kommt er wieder zurück. Ja, jetzt bin ich wieder gleich tot. Stirb. Oh mein Gott, das war knapp. Oh nein, falsche Waffe. Mann, sind die gemein. Alter. Nein. Toll. Das ist ja richtig geil jetzt. Und ich komme nicht mehr hoch. Boah, hier sind ja noch so viele. Nichts gut. Ich muss mich irgendwo hinstellen. Ups. Mann. Ja, Leute, ich bin jetzt hier schon über 2 Stunden in diesem blöden Dungeon. Und ich weiß nicht, ob ich einfach noch ein paar Level höher kommen muss oder was jetzt hier Phase ist. Auf jeden Fall bin ich aktuell so langsam, dass die ganzen Gegner wieder spawnen und mir hinterherrennen, wie ihr sehen könnt. So, hier ist ein sicherer Platz, zum Glück. Ich habe jetzt auch schon über 2 Stunden Aufnahmematerial. Ich werde es jetzt so machen, dass ich das in 2 Parts teile. Den ersten Teil, der kommt eben, der ist eben jetzt rausgekommen. Und der zweite kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Muss ich halt nochmal alles durchmachen, aber ist dann auch nicht so schlimm. In dem Sinn, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Ciao!